Op een gegeven moment werd ik gevraagd om na te denken over een project over een oorlog in Amsterdam. En alleen de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk belangrijk in de geschiedenis van Amsterdam. En ik wilde heel graag die tijd zichtbaar maken. Dus ik heb eigenlijk alle kaarten verzameld die gebruikt zijn tijdens die oorlog. Dus je hebt de Duitse kaarten, verzetskaarten, gemeentekaarten. Nou, eigenlijk alles wat door alle verschillende partijen gebruikt is om aan te geven wat voor hun belangrijk was in die stad. De roze vlekken zijn alle targets die de Amerikanen wilden bombarderen. En hier is een luchtfoto. Een geannoteerde luchtfoto met op de aanval van 17 juli 1943. Waarop een poging om de Fokkerfabriek te bombarderen totaal mislukt. En eigenlijk de bommen allemaal op de Van der Pekbuurt vallen. Waarbij 159 doden vallen. En die foto haal ik, ik haal dan de foto eruit, maar laat de annotaties wel erin. Dus die verdwijnt zo. Waardoor je alleen de annotaties nog overhoudt. Je hebt nu de witte stippen op Amsterdam zijn bommen. Nou, hier zie je de legenda van een Duitse kaart die in 1940 gebruikt is. Je ziet hier ook nur voor de dienstgebruik. Dus deze kaarten zijn gebruikt voor de Duitse inval. We zien hier een kaart met drie voorstellen voor een Joodse stadswijk. Gemaakt in 1941. De legenda geeft aan de verdeling tussen Joden en niet-Joden. En deze regio is overwegend Joods. Ik weet dat ik het idee had om een kaart te maken waarin ik probeer om die hele Tweede Wereldoorlog in één beeld te stoppen. Dat was het plan, ja, dat is. En het idee om vanuit alle perspectieven te laten zien wat er gebeurd is. En toen ik deze kaart zag, toen zag ik ook dat de feiten die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn, eigenlijk zichtbaar werden in cartografie. Ja. Dus dat de Jodenvervolging in Amsterdam echt op een manier zichtbaar wordt, dat het niet de afloop per se, maar wel het begin. Dus je kijkt hier, elke centimeter is 50 personen. En dan is geel is Joods en zwart is niet Joods. En die buurten zijn ook alle bedrijven in kaart gebracht. En dan zie je wel de fixatie van de Duitse bezetter op het Joodse en niet. Je hebt hier dus niet meer bedrieven en Joodse bedrieven, maar je hebt echt Joodse bedrieven en niet-Joodse bedrieven. Die zijn hier allemaal over drie wijken in kaart gebracht. En wat staat daar nou? Als een der gezinshoofden Joods is? Is het hele gezin Joods gerekend? Ja. Ook gemengde huwelijken als Joods gerekend. Waardoor ze op een iets groter aantal Joden kwamen dan daadwerkelijk in Amsterdam wonen.
Dus op een gegeven moment in 1941 zijn er kaarten gemaakt op verzoek van de Duitse bevelhebber om de verspreiding van de Joden over de gemeente in kaart te brengen. Dus elke stip is 10 Joden. En je hebt hier ook de verspreiding van de Joden in kleur. Dus in rood tot 75% meer. Dus hier zie je eigenlijk de verspreiding van de Joodse bevolking over Amsterdam. Er staan ongeveer 8000 stippen op de kaart. En daarvan heeft 75% de oorlog niet overleefd. Wat ik interessant aan zo'n kaart vind, is dat eigenlijk het moment dat hij in Amsterdam te zien is, dat je eigenlijk meteen gaat kijken van waar woon ik. Dus je krijgt eigenlijk een hele directe confrontatie tussen het heden en het verleden. Herzlich willkommen hier in München. Flugkapitän Braun und auch wir, seine Besatzung. Das ist ein Plan, also aus der NS-Zeit, als man hier dieses Haus der Deutschen Kunst gebaut hat. So, bitte anziehen. These are the design plans for that. Ja, genau. Also die sind von Paul Ludwig Trost, von dem Architekten. Und Hitler hat sich dann dieses Projekt also gleich 1933 bemächtigt und dann ist es eben sehr, sehr schnell gegangen. Also wir sehen hier die Umgebung, also richtig mitten im Englischen Garten und durch ein sehr, sehr monumentales Gebäude, was auch das erste monumentale Gebäude des Dritten Reiches war. Und ansonsten war München Hauptstadt der Bewegung und es gibt ja auch von Giesler diese Planungen, also wie München hätte aussehen sollen. Also das wäre eher eine Filmkulisse gewesen. Und ich glaube, das wird sich dann auch bei deiner Karte und so weiter, wird das eine große Rolle spielen. Du rekonstruierst ja eigentlich parallele Welten. Also so verstehe ich dein Projekt auch. Können Sie mir helfen, Herr Kommissar? Ja, natürlich. Ich denke, das Wort Gigantomanie. Gigantomanie, das Wort Gigantomanie passt gut. Ja, das dazu. Sieht man auf die Pläne. Ganz gut. Genau, das kann man. Ja. Ja, ja, hier. Vorsichtig. Ich heb sie mal rein. Vorsichtig, vorsichtig. Das ist kein guter Zustand. Wir müssen vorsichtig. Wäre das möglich, das Hauptbahnhof zu zeigen? Das ist hier, an der anderen Seite. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Das ist die geplante Kuppel vom Hauptbahnhof, die auch nicht realisiert wurde. Und das ist jetzt einzige für die Ostseite von das Bahnhof. Genau, so ein großes Plan. Und ich möchte die ganz große Qualität haben. Ja. So. Sie wollten die beste Qualität haben.
Ja. Sollte ganz groß werden. Gut. Das ist jetzt München. Our Findbuch. Okay. Where you can get a little bit more information. Also sind ja die Wohngebäude, die zerstört wurden, Industrie. Also vor allen Dingen Maschinenfabriken natürlich, chemische Fabrik, Gerüstbau. It's clear that they want to bomb this station, huh? Ja. Wenn Sie jetzt da der Bahnstrecke folgen, dann sehen Sie das auch ganz genau. Gut, das ist natürlich, also 42, da geht es jetzt gerade erst mal los. Und das zieht sich ja dann hin, 43, 44. Also sehr, sehr viele Tote natürlich. Durch die verschiedenen Bomben dann auch, also Brandbomben, Minen und Sprengbomben. Wir haben noch 696 Luftangriffe auf München 44, das sind die ganz schweren. Machen wir jetzt sozusagen einen Zeitsprung. Da ist jetzt plötzlich ein Ballroom, da sind verschiedene Bars, da sind kleine Shops. Und diese Anmerkungen, die kommen jetzt schon von der amerikanischen Militärregierung, weil das Haus war eben nicht zerstört. Und die Amerikaner haben hier einen Offiziersclub eingerichtet. Also man hat hier in der Ehrenhalle, wo Hitler früher seine geiferten Reden gehalten hat, gegen die Moderne, hat man Varieté-Shows gemacht. Die Nazi-Aura-Maschine. Genau, die Aura-Maschine noch mal so zu entweihen und ja. Genau. So you get this in one singular in image, once, yeah, you get this time. Parallels, yeah. This is the start, this is the beginning.